Seit dem Jahre 1960 gibt es die katholische Studentenverbindung Waldmark in Mürzzuschlag. Dieser traditionsbewusste Verein pflegt altes studentisches Brauchtum in moderner Form und eine lebenslange Freundschaft. Was es genau ausmacht, das ist eben die Freundschaft, das ist für mich wie eine zweite Familie. Es ist einfach was, wo man Rückhalt hat, wo Leute, an die man sich immer wenden kann. Es ist wie bei jedem Verein, wo man sich gerne zusammensetzen kann und schöne Stunden miteinander verbringen kann und auch eben da ein bisschen Kulturerbe weitergegeben wird. Und ich finde, das ist auch sehr wichtig in der heutigen Zeit, dass man nicht nur nach vorn blickt, sondern auch ein bisschen Kultur von früher noch am Leben erhaltet. Zu den vier Grundsätzen der Verbindung zählen das Bekenntnis zum katholischen Glauben, die Liebe zur Heimat, das Bekenntnis zum lebenslangen Lernen und das Prinzip der Lebensfreundschaft. Wir sind eigentlich ein Jugendverein, dem zu den vier Prinzipien Religio, Patria, Amicitia und Scientia steht. Wir freuen uns, dass wir hier in Mürzzuschlag seit 55 Jahren so starke Wurzeln geschlagen haben. Waldmark ist Teil des österreichweiten Mittelschüler-Kadellverbandes MKV mit 20.000 Mitgliedern in 160 regionalen Verbindungen. Beim 55. Stiftungsfest am 3. Oktober im kleinen Mürzer Stadtsaal waren 6 befreundete Verbindungen aus Bruck, Leoben, Graz, Neunkirchen und Korneuburg zu Gast, darunter auch Frauen. Wir sind erst vor 2,5 Jahren in Bruckhornhammer gegründet worden und pflegen eigentlich seit dem Beginn mit der Waldmark Mürzzuschlag ein sehr gutes, freundschaftliches Verhältnis, wie es halt in der Steiermark so übel ist unter den ganzen konfessionellen Verbindungen. Naja, wir sind aus Graz, wir sind eine Mittelschülerinnenverbindung und wir fahren eigentlich in der ganzen Steiermark immer zu den Stiftungsfesten, weil wir uns mit allen recht gut verstehen und das immer sehr nett ist, dann zu seiner Gelegenheit alle wiederzusehen. Ja, es ist eine ganz eigene Gruppendynamik, es ist ein ganz anderer Zusammenhalt als so eine normale Freundschaft und es ist einfach schön, wenn man sich immer auf ihn verlassen kann. Maximilian Wurzwallner hat seine Mitgliedschaft zum MKV als Fuchs mit einer Probezeit von einem Jahr begonnen. Hohe Corona, ich frage nochmals an, was ist Bundesbruder Enzio? Fuchs! Hey! Die zweite Stufe als Bursch ist mit der vollen Mitgliedschaft auf Lebenszeit verbunden. Die Burschen tragen und organisieren das Verbindungsleben. Ich gelobe, so wahr mir Gott helfe. Die Verbindung ist für die Jugend also eine große Chance. Es ist eine Anlaufmöglichkeit für alle, wenn man mal ein Problem hat oder auch, wenn man einfach gerne Zeit mit ihm, also mit Leid verbringt. Und es stellt wirklich eine Chance dar, weil man findet in der Verbindung auch Leute, die einem später im Leben weiterhelfen können, Leute, die Betriebe haben, die Erfahrungen haben. Und man kann sich immer an die Verbindung wenden. So, nimm denn hin das gold-weiß-grüne Burschenband. Und bedenke, dass dich dieses Band, das von nun an deine Brust ziert, für immer an unserem Bund kettet. Treu zu Gott und Heimat sei dein Wahlspruch für immer da. Chargierte Form, Gruß. Gratulation. Die Festrede beim Stiftungsfest hielt Bundesrat außer Dienst Fritz Reisinger. Er wurde genauso wie Dr. Norbert Ratheiser durch Bandverleihung feierlich als Mitglied aufgenommen. Ja, ich habe schon im Studium in Wien bei der CV-Verbindung Babenberg-Wien bin ich ja rezipierter Urfilister und habe Kontakt immer gehabt und das sind eine sehr schöne Gemeinschaft und von der Religion her und auch von der Wissenschaftlichkeit her war das immer interessant und man trifft immer nette Leute und im Land überhaupt, da trifft man eben die Leute, die hier außen tätig sind und das ist jeder Kontakt wertvoll. Die Waldmark ist aufgebaut auf den christlichen Werten, auf Freundschaft, auf Weiterbildung, ja, auf Kameradschaft ganz einfach. Und ich glaube, das sind Werte, auf die kann man bauen und das ist wichtig und darum bin ich da gerne auch dabei. Das Ehrenband für 25 Jahre Mitgliedschaft erhielt Peter Heiden. In der dritten Stufe werden die Mitglieder als alte Herren bezeichnet. Ein alter Herr ist ein Bursch, der maturiert hat und im Berufsleben steht. Er bleibt zusätzlich im Status eines Burschen. Alt und Jung feierten und sangen beim 55. Stiftungsfest gemeinsam nach dem traditionellen Ritus einer Studentenverbindung. Thema waren auch Zielvorstellungen des Vereins. Für die weitere Zukunft haben wir die Ziele, mit der Stadt, mit dem Zuschlag zusammenzuarbeiten. Da habe ich vor einiger Zeit jetzt mit dem Bürgermeister schon gesprochen, dass man als Verein, der örtlich angesiedelt ist, auch der Stadt mit Zuschlag etwas zurückgibt bzw. sich in die Stadt integriert.
und mit der Bevölkerung gemeinsam etwas unternimmt oder die Bevölkerung unterstützt. Übrigens, neue Mitglieder sind bei der katholischen Studentenverbindung Waldmark mit Zuschlag immer willkommen. Das Vereinslokal, die Bude, befindet sich in der Mürzer Rosegger Gasse 1.